Herr Nant, können Sie uns kurz sagen, wie viele Luftangriffe, wie viel Bombardierungen die Anti-ISIS-Koalition seit dem Waffenstillstand geflogen hat? Herr Jung, die Frage haben Sie mir, glaube ich, schon vor 3 Wochen vor meinem Urlaub gestellt. Vor der Waffenruhe, ja. Nee, aber die gleiche Richtung, sage ich mal. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, dass wir dort die Aufklärung machen, wir keine eigene Erkenntnis haben, wie jetzt dort die Bombardierungen durch die Koalition jetzt gegen die IS dort stattfinden. Alle am Start, Türen zu, wunderbar. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße bei uns sehr herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und natürlich auch die lieben Kollegen. Wir haben zum einen die Termine für die nächste Woche, dann haben wir eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Dann habe ich bei den Kollegen Themen gesammelt. Da geht es um den EU-Türkei-Gipfel, um Geschehnisse in der Ägäis und um Syrien, was ja alles irgendwie zusammenhängt, und noch andere Themen. Das ist natürlich keine vollständige Liste. Aber zuallererst möchte ich begrüßen eine neue Sprecherin aus dem Verkehrsministerium, die sich vorstellen möchte heute, oder Frau Moosmeier möchte sie vorstellen. Dann gebe ich Ihnen erst das Wort, damit Sie das tun können. Bitte schön. Ich würde Ihnen gerne heute eine neue Kollegin vorstellen, die in Zukunft hier auch für das Bundesverkehrsministerium sprechen wird. Das ist die Frau Friedrich, die auch gleich selbst ein paar Worte sagen kann und selbst sogar schon ein Schildchen bekommen hat. So. Bitte schön, Frau Friedrich. Guten Tag, mein Name ist Svenja Friedrich. Ich bin seit Oktober 2015 im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Einige kennen mich, denke ich, schon von Telefonaten oder auch von Presseterminen. Und ich hoffe natürlich auf einen freundlichen und fairen Austausch. Vielen Dank. Liebe Frau Friedrich, bleiben Sie noch einen Moment sozusagen, oder Sie dürfen aufstehen, ich brauche nur einen Moment noch das Mikrofon. Wir haben ja seit einiger Zeit ein sogenanntes Starter-Kit gemacht, also damit alle auch wissen, was da drin ist. Das ist nämlich erstmal ein Mitgliederverzeichnis, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat, und noch so ein paar Dinge wie, was heißt unter 2 und was heißt unter 3 und was ist ein Briefing und ein Hintergrundgespräch. Das würde ich Ihnen jetzt gerne geben, und dann hoffe ich, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und dass Sie uns alle Fragen beantworten, die wir haben. Danke. So, dann gebe ich Frau Wirz das Wort, dann gehen wir durch die Termine. Ja, die Woche der Kanzlerin beginnt an einem Montag. Am Montag wird die Bundeskanzlerin sich treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Das haben wir ja auch schon angekündigt. Dort wird es zunächst ein Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu geben. Und auf dieses Treffen hatten sich die EU-Mitgliedstaaten bei ihrem letzten Gipfel im Februar geeinigt. Ziel dieses Treffens ist es, die vollständige und rasche Umsetzung des Aktionsplans EU-Türkei, um die Migrationsströme einzudämmen und gegen Menschenhändler und Schleuser vorzugehen. Gemeinsam mit der Türkei will die Europäische Union konkret feststellen, wo man steht und wie diese Agenda fortzuentwickeln ist. Die Bundesregierung setzt sich in diesem Zusammenhang weiter dafür ein, dass es eine gesamteuropäische Lösung gibt, und das in einer engen Zusammenarbeit mit der Türkei. Im Anschluss an dieses Treffen wird es das Sondertreffen der Mitglieder des Europäischen Rates geben. Thema dieses EU-Rates wird natürlich auch die Flüchtlings- und Migrationspolitik sein, im Anschluss an den Europäischen Rat vom Februar. Selbstverständlich wird es auch um die dramatische Situation gehen, die sich in Griechenland darstellt, und auch um die Frage, wie man auch Griechenland unterstützen kann in dieser Situation. Und die Kommission hat dazu auch konkrete Vorschläge unterbreitet, die die Bundesregierung begrüßt und die sicherlich bei dem Treffen auch Thema sein werden. So viel zum Montag. Am Dienstag, dem 8. März, wird der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, am Mittag im Bundeskanzleramt sein. Thema des gemeinsamen Mittagessens mit der Bundeskanzlerin wird sein, selbstverständlich die Flüchtlingskrise, aber auch die Entwicklung des Friedensprozesses in Syrien
und die Umsetzung der globalen Agenden von 2030, nämlich die Agenden zum Thema Klima und nachhaltige Entwicklung. Um 13 Uhr wird es eine gemeinsame Pressebegegnung geben. Dort werden Sie mehr erfahren zu den Inhalten dieses Treffens. Und bei diesem Besuch, das Ban Ki-moon, den Ban Ki-moon am Ende seiner 10-jährigen Amtszeit in Deutschland machen wird, wird er auch gemeinsam mit dem Außenminister nach Bonn fahren. Denn die Stadt Bonn feiert das 20. Jubiläum als VN-Standort und das 10-jährige Bestehen des VN-Campus Bonn. Am 9. März wird sie nicht überraschen, geht der Tag los um 9.30 Uhr mit der Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin. Um 12 Uhr wird sie dann die deutsche Handballnationalmannschaft im Bundeskanzleramt empfangen. Die Bundeskanzlerin möchte den Sportlern danken für die Leistung und das positive Auftreten mit Gewinn des EM-Titels in Krakau am Sonntag, den 31. Januar. Dann geht es weiter mit Donnerstag. Da wird die Bundeskanzlerin die Technologiefabrik des Automatisierungsunternehmens Festo in Ostfildern Scharnhausen besuchen. Sie wird von 11.30 Uhr bis 13 Uhr dort sein. Diese Technologiefabrik, die in Baden-Württemberg ist, ist ein gutes Beispiel für die Industrie 4.0. Darüber wird sich die Bundeskanzlerin informieren. Es wird zunächst eine offizielle Begrüßung geben, dann einen Rundgang durch die Fabrik und dann ein kurzes Pressestatement. Im Anschluss wird die Bundeskanzlerin gegen 14.15 Uhr die Firma Esculap in Tuttlingen besuchen. Diese Firma Esculap steht für die innovative Entwicklung von Medizinprodukten und Medizintechnik im Bereich der Chirurgie. Die Bundeskanzlerin wird sich über die entsprechenden Potenziale informieren, die digitale Technologien im Bereich der Medizintechnik bieten. Und dann wird es gegen 15.35 Uhr ein Pressestatement gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Esculap, Herrn Professor Hans-Peter Knäbel, geben. Soweit die Woche der Bundeskanzlerin. Vielen Dank, Frau Würz. Dann gebe ich das Wort weiter an Frau Schipley. Ja, ich habe eine Reiseankündigung. Außenminister Steinmeier wird am Sonntagnachmittag eine dreitägige Reise beginnen, die ihn zunächst in die Vereinigten Arabischen Emirate, von dort aus nach Oman und schließlich am Dienstag nach Bonn führen wird. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird er seinen Kollegen Außenminister Abdullah bin Zayed und den Kronprinzen Mohammed bin Zayed treffen. Themen, das liegt auf der Hand, sind natürlich die Krisen der Region, Libyen, Syrien und Jemen. Am Montagnachmittag trifft er dann in Maskat ein, wo er auch dort seinen Außenministerkollegen treffen wird, Yusuf bin Alawi bin Abdullah. Und im Oman, das müssen Sie mir erstmal nachmachen. Und im Oman wird es natürlich auch um die Krisen der Region, vor allem um Jemen gehen. Sein letzter Stopp, und das hatte Frau Würz in der Terminankündigung schon angedeutet bzw. bekannt gegeben, er wird mit Ban Ki-moon in Bonn zusammentreffen, wo sie an einer Veranstaltung zum 20 Jahre VN-Standort Bonn teilnehmen wird. Vielen Dank, Frau Schäpli. Ich schlage vor, wir fangen an mit dem Thema EU-Gipfel und was sich alles so darum herumkreist. Bitte schön. Ja, in dem Zusammenhang, die türkische Seite wird ja vor diesem Treffen sich auch mit dem NATO-Generalsekretär treffen. Ist eigentlich, Frau Wirz oder Herr Land, damit zu rechnen, dass die ja offensichtlich nach wie vor bestehenden Unstimmigkeiten für den Einsatz des NATO-Verbandes in der Ägäis zwischen Griechenland, der Türkei und vor allem der Türkei und der NATO ausgeräumt sind? Vielleicht zu den Details der Planung des Einsatzes, Herr Nant. Ja, Herr Wiegold, es geht hier nicht um Unstimmigkeiten, sondern es geht hier darum, dass man im Abstimmungsprozess ist. Der Beschluss der NATO, das wissen Sie ja, ist ja letzte Woche nochmal gefasst worden. Und vor dem Start der Mission ist es eben wichtig, das hat Herr Flohsdorf auch schon am Mittwoch ausführlich dargestellt, dass natürlich jetzt erstmal die genauen Einsatzgebiete der Schiffe jetzt auch mal eine enge Abstimmung zwischen der NATO, dem Kommandeur vor Ort, also dem Admiral Klein, und den Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten festgelegt werden müssen. Da sind natürlich auch notwendige Detailabsprachen zu treffen, also mit dem Küstenschutz, mit Frontex, also ganz unterschiedliche Behörden. Es geht darum, auch die Prozeduren abzustimmen, Kommunikationswege, Ansprechpunkte.
Unter anderem ist das jetzt auch gelaufen diese Woche, das wissen Sie ja auch, mit der türkischen Seite. Was ich Ihnen noch an Neuigkeit bringen kann im Vergleich jetzt zur Regierungspressekonferenz vom Mittwoch. Der Admiral Klein ist heute zu Gesprächen in Griechenland, in Athen, führt dort die Detailabsprachen dort durch. Wie gesagt, es geht hier einfach um die Feinheiten. Das ist insgesamt ein sehr komplexes Seegebiet. Das ist ein sensibler Bereich. Und hier ist es jetzt eben, geht es darum, jetzt, bevor man jetzt diesen Start hat, und wir gehen davon aus, dass wir den nächsten Tagen erfolgen, einfach alle Absprachen getroffen hat. Der Zusatz, meine Frage war eigentlich, ob, wie ja offensichtlich erwartet, bis zum Treffen am Montag diese Details geregelt sein können, also ob technisch gesprochen die Full Operational Capability der SNMG 2 bei diesem Treffen oder bis zu diesem Treffen erreicht sein wird. Ja, es ist genauso, wie ich das gerade sagte, Herr Wiegold. Heute finden die Gespräche statt mit der griechischen Seite, um diese Details zu klären. Und wie gesagt, man muss auch diese ganze Planung auch völlig unabhängig vom Gipfel sehen. Weil als letztendlich diese Operation vereinbart wurde, da war dieser Gipfel am Montag noch gar nicht vereinbart, sondern es geht jetzt darum, dass man diesen NATO-Ratsbeschluss jetzt operationalisiert, ich spreche mal wie ein Militär, operationalisiert und quasi dem auch mit Leben füllt. Und dazu braucht man jetzt diese Teilabsprachen. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es in Kürze soweit erfolgen wird. Darf ich gerade noch mal eine Abfrage machen, wer jetzt zu dieser NATO-Operation eine Frage hat? Bei Herrn Jung weiß ich es, Herr Zweigl hat sich auch gerade dazu und Sie auch. Dann machen wir Jung dort so. Bitte, Herr Jung. Dann können Sie mal kurz einfach nur zum Verständnis erklären, wie das ist mit den Rückführungen aus griechischen Hoheitsgebieten in die Türkei. Wie gesagt, Herr Floßdorf hat sich dazu ja auch schon am Montag dazu eingebracht. Der Grundsatz ist so, dass wir, und das ist vielleicht mit diesem Irrtum, muss ich vielleicht einfach mal aufräumen, und das muss man vielleicht auch trennen von der Operation Sophia, die Sie vielleicht vor Augen haben. Hier im Bereich der NATO-Mission geht es darum, dass wir eine Plattform bieten. Und zwar diese Plattform, und das ist dieser Zugewinn, um jetzt eben auch diesen Küstenschutz insgesamt und dieses Schleppervorgehen wesentlich effektiver zu machen. Das heißt, hier eine Plattform der NATO, auf die sich beide Länder insbesondere, aber auch alle 28 NATO-Länder verständigt haben, dass man jetzt dort das Vorgehen gegen die Schlepper insgesamt effektiver gewährleistet. Jetzt geht es darum, wie gesagt, das heißt, wir sind überhaupt nicht dafür verantwortlich, dass wir jetzt die NATO dort gegen Schlepper jetzt aktiv vorgeht, sondern das sind Aufgaben vom Küstenschutz, von beiden Seiten, von der türkischen Seite, von der griechischen Seite, von Frontex. Das heißt, es kann nur überhaupt zu einer Aufnahme von Flüchtlingen dann kommen, im Fall einer Seenotrettung. So, um einfach jetzt auch diesen Eventualfall zu haben. Also man muss es wirklich auch trennen von Ihrem Bild, was Sie vielleicht haben von bei Sophia. Hier geht es um Seenotrettung. Das heißt, Flüchtlinge sind wirklich in Seenot. Es ist wichtig, dass wir sie retten und dann nehmen wir sie an Bord, damit sie eben auch nicht dort im Wasser zu Schaden kommen. Aber wenn Sie Boote im griechischen Hoheitsgebiet sehen und das an den Frontex oder die griechische Küstenwache weiterleiten, dann müssen diese beiden Behörden die Flüchtlinge zurück in die Türkei bringen. Da bin ich vielleicht jetzt der falsche Ansprechpartner, weil ich jetzt nur für die NATO-Mission sprechen kann. Vielleicht. Kann jetzt nicht sagen, wie die EU oder Frontex dort vorgeht. Wie gesagt, bei uns, wir schauen dort, schaffen diese Plattform und es geht bei uns nur darum im Bereich der Seenotrettung. Wer wäre denn der richtige Ansprechpartner? Die Frontex-Mission. Frontex? Weiß nicht, ob das BMI noch was dazu sagen möchte oder... Ja, Wesentliches ergänzen kann ich dazu nicht. Es ist, wie gerade beschrieben, ja so, dass die Mission eben einen völlig anderen Schwerpunkt in den Blick nimmt als das von Ihnen beschriebene Szenario. Und was die Rechte und den rechtlichen Handlungsspielraum der jeweilig zuständigen nationalen Grenzschutzbehörden anbetrifft, daran ändert sich durch diese Mission ja nichts. Und insofern bleibt es dabei den bisherigen Praktika und auch auf Grundlage des geltenden, dafür einschlägigen Rechts. Zusatz. Ich bin nur verwirrt, weil Herr Floßdorf letztens gemeint hatte, auf die Frage, ob man eine Zusage von der Türkei hat, dass diese Flüchtlinge wieder aufgenommen werden, da war ein ganz klares Ja. Also damit muss sich ja beschäftigt worden sein, was mit den Flüchtlingsbooten in griechischen Hoheitsgebieten passiert. Ja, diese grundsätzliche Bereitschaft der Türkei, das hat ja auch schon der NATO-Generalsekretär gesagt, das hat die Ministerin gesagt, das ist auch schon an verschiedenen Stellen geäußert worden. Grundsätzlich hat die Türkei sich bereit erklärt, aber natürlich, und genauso wie es eben auch gesagt wurde, gilt natürlich immer das jeweilige Recht, sag ich mal, aber man muss trotzdem, und das ist eben der Punkt, den ich gerade nochmal deutlich gemacht habe, man muss es eben vom Bild hier einfach von trennen.
Wir machen dort nicht Aufnahme von Flüchtlingen. Es geht nur im Bereich der Seenotrettung. Wir überwachen dort und schaffen die Plattform. Da weiter, bitte. Tobias Schulze, TAZ. Herr Nant, ich habe ja verstanden, dass die NATO-Schiffe nicht routinemäßig Flüchtlinge aufsammeln sollen. Aber wenn es jetzt doch mal dazu kommt, dass die NATO-Schiffe in griechischen Gewässern Seenotrettung betreiben müssen, was ja sein kann, was passiert da mit den Flüchtlingen, die aufgenommen wurden? Ja, nochmal, es finden ja jetzt gerade auch diese ganzen Detailabsprachen statt. Also sowohl jetzt mit der griechischen Seite, mit der türkischen Seite ist das schon erfolgt. Also wie gesagt, es läuft jetzt gerade diese ganze Detailplanung, diese ganzen Absprachen. Und der Grundsatz ist so, wie ich das gesagt habe, es ist, wie gesagt, der überhaupt ganz unwahrscheinliche Ausnahmefall. Und man muss jetzt ganz klar gucken, wie ist das jetzt nachher in der Einzelfallgeschichte. Aber Einzelfälle können wir jetzt hier auch nicht betrachten, weil man sowieso bei jedem Einzelnen natürlich auch schauen muss, gibt es dort irgendwelche besonderen Dinge. Und da gilt es natürlich immer der rechtliche Rahmen, der gegeben ist. Keine Frage. Das heißt, wenn es dann zum Einzelfall kommt und die Flüchtlinge sind an Bord, weil sie gerettet wurden, dann wird diese Frage erst geklärt. Nein, aber es laufen jetzt die Absprachen dazu. Das hat der, ich habe bei Fluss der Woche Montag schon mal gesagt, es laufen jetzt die Absprachen und alles Weitere kann ich Ihnen dazu jetzt nicht noch mehr ergänzen. Da warten Sie bitte noch mal ab, bis der Abstimmungsprozess vonstatten gegangen ist. Herr Zweig. Herr Nant, ich habe es immer noch nicht kapiert. Wann beginnt denn nun, ganz schlicht gefragt, der Einsatz? Ich verstehe, dass die Planungen sehr lange dauern, langfristig sind, weil das auch ein sensibles Seegebiet ist, wo man sich auch möglicherweise über Grenzverläufe streitet. Aber wann beginnt denn der? Noch vor dem, zum Gipfel mit der Türkei oder nächste Woche, nächsten Monat, wann auch immer? Also um nochmal das Bild zu machen, das ist unheimlich ein schneller Prozess, der zurzeit läuft, von diesem NATO-Beschluss jetzt auch, sage ich mal, zum Einsatz. Ich habe es genauso gerade dargestellt. Es laufen jetzt die Absprachen mit der griechischen Seite heute. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen unverändert gehen wir davon aus, dass dann diese Mission auch dann, sage ich mal, soweit alle Details abgesprochen sind. Also ist der Montag, das Treffen mit Davutoğlu, auch keine Deadline für Sie sozusagen? Ich habe das ja gerade zu Herrn Wiegold schon gesagt. Man muss das davon total trennen. Es geht darum, wir haben jetzt eine Mission, die wurde beschlossen und es geht jetzt darum, das zu operationalisieren und sich darauf zu verständigen, wie jetzt genau alles laufen soll, damit auch die ganzen Kommunikationswege natürlich auch laufen. Herr Jung, noch mal dazu. Ich habe noch mal zur rechtlichen Grundlage der NATO, des NATO-Einsatzes eine Frage. Herr Flossdorf hatte uns am Montag nachgereicht, dass Sie sich mit dem NATO-Einsatz auf Punkt 11 des strategischen Konzepts der NATO beziehen. Ich zitiere das mal. Instability or conflict beyond NATO borders can directly threaten alliance security, including by fostering extremism, terrorism and transnational illegal activities such as trafficking in arms, narcotics and people. Da steht nichts von Schlepperbekämpfung und Menschenhandel ist was anderes als Schlepperbekämpfung. Ich glaube, Herr Jung, da irren Sie sich. Das ist ziemlich eindeutig. Die NATO-Nationen haben sich darauf verständigt. Und eins ist jetzt mal Fakt, auch von allen diesen Punkten, die Sie jetzt bringen. Es geht darum, dass man einfach verhindert, dass Menschen dort ihr Leib lassen, dass sie zu Tode kommen. Das muss man verhindern. Und da sind die Außengrenzen, dieses Gebiet ein ganz wichtiges Gebiet. Und diese Mission, die ist so entscheidend auch dafür, dieser Zugewinn auch dafür, dass man sich dort diese Plattform bildet, dass man dort eine Kommunikation aufbaut. Und es ist eine Verständigung gewesen und ich denke, dass es einfach unheimlich wichtig ist, dass man jetzt auch diese Mission dann dort macht. Und da ist ein großer Zusammenhalt, sowohl auch gerade insbesondere von der Türkei, von Griechenland, aber von allen 28 NATO-Nationen, dieses jetzt zu leisten. So, noch mal eine Nachfrage dazu. Sollte eigentlich... Technik macht nicht, was ich möchte, aber jetzt. Entschuldigung. Die Motivation ist mir klar, warum Sie helfen wollen. Aber die Frage bezog sich auf die rechtliche Grundlage. Und Menschenhandel ist was anderes als Schlepperbekämpfung. Bei Menschenhandel wird gegen ihren Willen die Person gefördert und beim Schleppen nicht. Herr Jung, das ist genau der Punkt, auf den sich die 28 NATO-Nationen verständigt haben. Und das beruht darauf, auf dieses strategische Konzept. Ja, aber das ist... Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut, jetzt geht es sozusagen, mit NATO sind wir jetzt soweit durch, dann geht es jetzt da weiter aus der ersten Runde der Meldungen. Aber Henrik Hübschen, WDR Fernsehen. Frau Wirz, Sie haben gerade gesagt, Sie begrüßen das Soforthilfekonzept, was die EU am Mittwoch vorgelegt hat. Damit das sozusagen umgesetzt werden kann, muss ja ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Heißt das, nach Ihrer Sicht sollte Deutschland jetzt schon am Montag oder sollten die EU-Mitgliedstaaten schon am Montag diesem Konzept zustimmen und den Nachtragshaushalt entsprechend auf den Weg bringen?
Und eine Frage an Herrn Dimroth. Griechenland hat ja bereits Anfang Dezember das Katastrophenschutzverfahren der EU eingeleitet und hat da um Sachunterstützung gebeten. 10.000 Betten, 160.000 Decken, 200 Luftmatratzen in der Dimension. Die anderen EU-Länder haben davon bisher so gut wie nichts geliefert. Deutschland hat 2.000 Erste-Hilfe-Kästen und 2 Wasserpumpen zur Verfügung gestellt. Können Sie uns erklären, warum die Bundesregierung da nicht mehr hilft und nicht frühzeitiger? Also zunächst zu Ihrer ersten Frage. Richtig ist, dass es von Seiten der EU-Kommission entsprechende Vorstellungen, Konzepte gibt, wie man Griechenland unterstützen kann oder unter anderem Griechenland unterstützen kann in dieser Frage. Allerdings würde ich sagen, da das jetzt zunächst einmal eine Grundlage oder ein Konzept ist, was zur Grundlage dient für die Beratungen am Montag, dass wir dann am Montag weitersehen, wie die europäischen Staats- und Regierungschefs entschieden haben und uns dann Gedanken über einen Nachtragshaushalt oder ähnliche Fragen machen. Zusatz, wenn dazu kurz. Also das heißt, für Sie eilt das nicht so sehr wie für die EU-Kommission, weil die hat ja gesagt, sie möchte, dass die Mitgliedstaaten das sehr schnell verabschieden. Naja, aber ich meine, zunächst einmal muss man ja in der Tat gemeinsam über diese Konzepte sprechen und dann kann das auch sehr schnell gehen, denke ich. Dann geht es hier vorne weiter, bitte. Nee, danke. Achso, Entschuldigung, nein, Sie sind erstmal noch dran. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Tatsächlich ist es so, dass Griechenland seinen Bedarf über das europäische Verfahren für Katastrophenschutz angemeldet hat. Das THW und damit Deutschland hat weitreichend sozusagen in dieses Programm seine Hilfestellungen angemeldet, eingebracht. Das betrifft vor allem Einheiten zur Wasseraufbereitung sowie zur technisch-logistischen Unterstützung beim Campbau. Diese Einheiten stehen zur Verfügung, sind aber entsprechend von der griechischen Seite eben gerade nicht abgefragt bisher. Das sozusagen nur, um klarzumachen, dass es mitnichten so ist, dass wir nicht bereit wären zu helfen. Ganz im Gegenteil, diese zur Verfügung stehenden Dienstleistungen und auch Ressourcen beim THW sind angeboten und bedürften des Abrufs der griechischen Seite. Das hat bisher jetzt nicht stattgefunden. Zu Ihrem ersten Teil der Frage, was bestimmte Hilfsgüter anbetrifft, da gilt sozusagen das, was ich gerade allgemein gesagt habe, im konkreten Fall. Es geht immer nur dann, dass wir entsprechend helfen, wenn Verfügbarkeit solcher Hilfsmittel in Deutschland beim THW überhaupt gegeben ist. Das ist in dem Fall nicht in dem Umfang gegeben, sodass da mehr im Moment nicht passieren kann. Aber nochmal, wir haben sehr weitreichend auf anderen Bereichen, da wo eben Verfügbarkeit gegeben ist, Hilfe angeboten und sind auch jederzeit bereit, die zu leisten, wenn denn entsprechend gewünscht. Und in dem Zusammenhang kann ich noch hinzufügen, dass auch die Bundeskanzlerin immer oder in einem nachhaltigen Kontakt mit dem griechischen Ministerpräsidenten ist, um genau solche Fragen auch zu klären, wenn es um Hilfe geht für Griechenland. Jetzt geht es hier vorne weiter. Frau Wirtz, die Bundeskanzlerin reist nach Brüssel zu diesem wichtigen Gipfel. Gleichzeitig reist Herr Seehofer zu Herrn Orban. Und da hört man ja aus der Regierung vom Koalitionspartner, Seehofer würde da mit der Kanzlerin in den Rücken fallen. Wie sieht sie denn selber das? Jetzt sehr weite Auslegung des EU-Gipfels vom Thema. Ja, also ich kann damit umgehen. Aber ja gut, dann bitte schön. Also zunächst einmal ist es so, dass die Bundeskanzlerin in der Tat Kenntnis genommen hat von diesem Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten und natürlich auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer auch Kontakt zu anderen Staats- und Regierungschefs haben können. Und insofern kommentiert die Bundeskanzlerin diese Reise nicht weiter. Es ist so, dass die Haltung der Bundesregierung bekannt ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ungarn. Und diese Haltung wird die Bundeskanzlerin auch am nächsten Montag natürlich weiter deutlich machen. Weil wir jetzt gerade in Ungarn gelandet sind, würde ich dann da bleiben? Bitte noch einen Zusatz erstmal. Nachfrage. Ja. Aber Sie würden jetzt nicht so weit gehen, dass die Kanzlerin sagt, diese Reise sei hilfreich. Ich kann nur ganz grundsätzlich sagen, dass es selbstverständlich sinnvoll ist, wenn Bundesländer durchaus auch Kontakt zu anderen europäischen Staaten pflegen. So, darf ich jetzt, weil wir in Ungarn sind, nochmal, Ihre Frage, gibt es noch weitere Fragen zu der Ungarnreise von Herrn Seehofer? So, dann geht es der Reihe nach weiter und wunderbarerweise sind Sie sowieso jetzt dran. Bitte schön. Joseph Nasser von Reuters. Zwei Fragen an Frau Wirtz. Die erste Frage, wird die Umsiedlung der Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa in Brüssel diskutiert werden? Und die zweite Frage, können Sie uns bitte sagen, wann die Bundeskanzlerin nach Brüssel fährt, reist? Reist sie am Sonntag schon oder am Montag erst? Okay, zu Ihrer Augenblick, lassen Sie mich kurz, was die Reise, wann sie fährt. Augenblick, muss ich nur den richtigen Zettel.
Sie reist schon meines Wissens am Sonntagabend an nach Brüssel und genau wird dann Montag dort sein und diese Gespräche, die verschiedenen Gespräche führen. Und was Ihre erste Frage anbelangt, ist es so, dass vorrangig auf der Agenda dieses Gipfels am Montag steht, die Frage in der Tat, wo man steht in Bezug auf den Außenschutz der Europäischen Union, in Bezug auf den EU, auf die EU-Türkei-Agenda. Das sind die ganz wesentlichen Punkte. Ganz wesentlich auch die Frage, inwieweit kann man Griechenland unterstützen, auf welche Weise kann man Griechenland unterstützen. Das ist ja eben auch schon angerissen worden. Und die Umverteilung selber von Flüchtlingen steht nicht an allererster Stelle, weil die anderen Punkte zunächst einmal notwendige Voraussetzungen sind, um auch an diesem Punkt weiterzukommen. Dann geht es weiter mit Herrn Juh. Natürlich. Hat sich erledigt. Dann habe ich Herrn Chilas als Nächsten. Wir sind jetzt in der EU und beim Gipfel sozusagen. Nein. Und bei Griechenland sind wir auch, wenn es die Flüchtlinge betrifft. Es geht um die Flüchtlinge. Ja, und dann haben Sie jetzt das Wort. Ich bin dazu gekommen. Ja? Und es ging vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich so etwas frage, aber haben Sie eine Vorstellung, wie viele Flüchtlinge zurzeit in Griechenland sind? Denn die griechischen Angaben, die sind widersprüchlich, auch in Bezug auf heute, also das variiert, also zwischen 20.000 und 35.000. Und dann darüber hinaus, es gibt auch die Altfälle von etwa 1 Million Flüchtlinge, die waren ja da, über die Jahre hinaus. Wissen Sie, wie das so insgesamt aussieht? Ja, vielen Dank für die Frage. Den zweiten Teil, da habe ich, glaube ich, das Keyword nicht ganz verstanden, bei dieser Zahl von 1 Million. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Nehmen Sie doch das Mikrofon ein bisschen zu sich, dann sind Sie, glaube ich, sind die Flüchtlinge, die also seit 2010 nach Griechenland gekommen sind und nicht die Möglichkeit gehabt hatten, von Griechenland wegzukommen bis im Jahre 2014. Ja, ein Teil davon hat Papiere bekommen von der griechischen Behörde. Der größte Teil ist in Griechenland einfach so geblieben. Ja? Nun, das kommt zu der 1 Million hinzu, die im Jahre 2015 nach Griechenland gekommen sind und die dann nach Nordeuropa, nach Mitteleuropa gewandert sind. Ja, also ich befürchte, vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden. Ich befürchte, weder zu der ersten noch zu dem zweiten Teil Ihrer Frage kann ich Ihnen mit belastbaren Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums weiterhelfen. Wir haben keine belastbare Zahl zu den derzeit auffälligen in Griechenland und auch nicht zu der sozusagen historisch erfragten Entwicklung, die Sie in Ihrer Frage angelegt haben. Dann habe ich die nächste Frage zu dem Thema dort hinten, bitte. Das ist zum anderen Thema, vielleicht später. Das ist ein anderes Thema. Und Herr Geers, ist das auch ein anderes Thema? Das ist auch ein anderes Thema. Dann gibt es zur NATO, gibt es zum EU-Gipfel noch? Ja, bitte, Herr Schulz. Frau Würz, Sie hatten eingangs gesagt, die Bundesregierung unterstützt die Vorschläge der Kommission für den Gipfel. Meinen Sie damit auch diesen Zeitplan für eine Rückkehr zu Schengen, den die Kommission heute vorstellt? Richtig ist, dass heute, ich glaube sogar zur Minute, genau eine Mitteilung der EU-Kommission vorgelegt werden soll, was eine Roadmap in Bezug auf Schengen anbelangt. Soweit ist jedenfalls meine Information. Und Sie können sich vorstellen, dass man diese Roadmap zunächst einmal natürlich sich angucken muss, um dann sagen zu können, wir begrüßen das, aber vom Grundsatz, dass es eine solche Roadmap gibt, das begrüßt die Bundesregierung. Und ich denke, auch das wird Grundlage für die Beratung am Montag sein. Aber noch habe ich den nicht vorliegen, deshalb kann ich jetzt auch noch gar nicht Ihnen en Detail was dazu sagen. Aber es gibt ja schon vorab Auszüge der Agenturen und da gibt es einen Satz, den verstehe ich nicht ganz, vielleicht können Sie mir da helfen. I'll try. Laut AFP steht da drin, als Zwischenschritt vor der Aufhebung der Grenzkontrollen innerhalb Europas müsse das Flickwerk nationaler Grenzkontrollen durch eine abgestimmte Herangehensweise bei zeitlich befristeten Grenzkontrollen ersetzt werden. Okay, ich glaube, das führt jetzt, also es fällt mir jetzt etwas schwer, diesen Satz, den Sie aus einer Agentur mir vortragen, zu analysieren und zu interpretieren. Da denke ich, wäre der erste Ansprechpartner jetzt zunächst einmal die EU-Kommission, weil die Roadmap vorgelegt hat. Und dann muss ich Sie leider bitten, sich bis Montag zu gedulden, wenn das tatsächlich Thema bei den Staats- und Regierungschefs war und die sich dann dazu verhalten. So, dann geht es jetzt da nochmal weiter. Ja,
Herrn Dimroth, eine ganz kleine Frage nur zum Thema belastbare Zahlen. Wie viele Flüchtlinge kommen eigentlich im Augenblick jeden Tag nach Deutschland? Und sind Sie eigentlich Österreich dankbar, dass jetzt die Reduktion der Flüchtlingszahlen direkt vor dem Gipfel funktioniert? Den zweiten Teil habe ich wieder akustisch, ob wir dankbar sind, dass die Reduktion der Flüchtlinge... Okay. Genau, die Reduzierung, wie sie ja von der Bundeskanzlerin auch gewünscht und gefordert wurde. Ja, also zum ersten Teil Ihrer Frage, das Ankunftsgeschehen ist nach wie vor durchaus sozusagen variiert, durchaus von Tag zu Tag. Und wie Sie wissen, aus guten Gründen geben wir jetzt auch keine tagesaktuell genauen Zahlen heraus. Aber um Ihnen sozusagen eine Einordnung zu geben, da ist das seit geraumer Zeit so, dass sich das im mittleren dreistelligen Bereich abspielt an Einreisezahlen an der deutsch-österreichischen Grenze, die wir registrieren. Und zu Ihrer zweiten Frage ist es ganz grundsätzlich so, wie Sie wissen, das hat der Bundesinnenminister in einer Vielzahl von Gelegenheiten immer wieder ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es auch ihm darum geht, dass wir eine europäisch koordinierte Lösung brauchen. Und insofern stellt sich jetzt die Frage der Dankbarkeit wem gegenüber auch immer in diesem Kontext überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam an einer europäischen Lösung arbeiten, an der alle beteiligt sind und die alle mittragen. Und insofern ist das Ziel nach wie vor des Tuns auch des Bundesinnenministers. Genau, Frau Mayer, ich möchte das für die Bundeskanzlerin auch noch mal ergänzen. Sie können sich vorstellen, dass auch der Fokus bei der Bundeskanzlerin nach wie vor auf einer gesamteuropäischen Lösung liegt. Und auch das sozusagen der Gedanke ist, von dem sie geleitet ist, wenn sie am Montag in die Gespräche geht. Können wir das Thema EU-Gipfel jetzt damit verlassen? Und dann habe ich die Kollegin dort ein bisschen weiter hinten mit einem anderen Thema. Pardon, bitte? Was, Entschuldigung. Ja, aber auch noch? Termine, wir sind eigentlich. Die Termine, vom Termin. Ja, wir können es auch so rum machen. Aber ich habe jetzt erstmal Meldungen von den Kollegen. Was ist jetzt wichtiger, die Termine oder die Meldung der Kollegen? Also, das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache. Ja, aber lassen Sie mal mit Termin hier erstmal an. Also, ich setze Sie jetzt auf der Liste und Sie fragen nach der Reise und dann gehen wir jetzt mit der Reihenfolge so weiter. Meine Frage geht ans Justizministerium. Sie planen ja eine Verschärfung des Anti-Stalking-Gesetzes. Warum genau sehen Sie eine Verschärfung für notwendig und was soll Inhalt dieser Verschärfung sein? Ich wünsche mich da. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen. War hier gerade. Also ich kann Ihnen jetzt, erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, kann ich keine konkreten Angaben zu diesem Anti-Stalking-Gesetz machen. Das müsste ich mir von den Kollegen nochmal zuschicken lassen, weil wir das jetzt schon länger nicht mehr auf der Agenda hatten und müsste ich dann nachreichen. Dann warten wir doch mal einen Moment, wie schnell die Kollegen sind und stellen das zurück. Vielleicht kommt ja noch was. Herr Gers ist der Nächste. Ich habe auch ein anderes Thema, Stichwort Fessenheim. Es gibt Berichte über Störfälle dort. Ich wollte gerne wissen, ob der Bundesregierung diese Störfälle, die genannt wurden, bekannt sind und wie sie die bewertet. Da ich weiß, dass das BMOB da um Aufklärung bemüht ist, würde ich die Kollegen bitten, das BMOB zu übernehmen. Ja, der Störfall in Fessenheim aus 2014, der heute in den Medien als unbekannt beschrieben worden ist, ist nicht ganz unbekannt. Es gibt auch Presseberichte zu diesen Vorfällen aus 2014. Es ist ein ernster Vorfall. Und die deutsch-französische Kommission, die Sicherheitsfragen bei den Atomkraftwerken behandelt, hat sich auch mit diesem Vorfall beschäftigt. Insofern ist er uns also auch bekannt. Zusatzfrage, hatte denn diese Form von Beschäftigung schon irgendwelche Folgen? Ich meine, der Vorfall ist, wenn ich das richtig verstehe, aus 2014. Ja, die Beschäftigung mit diesen und anderen Vorfällen in Fessenheim hatte natürlich die Folge, dass wir schon seit mehreren Jahren die Stilllegung dieses ältesten französischen Atomkraftwerkes fordern. Wir können das natürlich nicht beeinflussen. Wir können als Deutschland nicht die Betriebszeiten und schon gar nicht die Abschaltung eines Atomkraftwerkes in einem anderen Land beeinflussen. Aber die Ministerin hat übrigens exakt vor einem Jahr sich noch mal von der französischen Regierung versichern lassen, dass Fessenheim vom Netz geht. Es gibt unterschiedliche Angaben von der französischen Regierung, wann das sein soll. Eine Angabe, wie wir sie zuletzt bekommen haben, lautet 2017 soll das AKW Fessenheim vom Netz gehen. Es gibt eine
weitere Erklärung der französischen Regierung, wonach dann, wenn ein neues AKW fertig ist in Frankreich, Fessenheim vom Netz gehen kann. Das heißt, eine richtige belastbare Information, wann dieses Atomkraftwerk stillgelegt wird, die haben wir nicht. Jedenfalls nicht zum heutigen Tage. Und für uns ist das so, dass so ein alter Reaktor, er ist 1977 in Betrieb gegangen, natürlich viele technische Probleme aufweist. Wir haben das bei mehreren Reaktoren jetzt an der deutschen Grenze, ist das der Fall. Und wir haben in den verschiedenen Kommissionen, die wir mit den Ländern haben, betrifft ja auch die Schweiz zum Beispiel, immer wieder auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Für uns sind solche alten Reaktoren ein Sicherheitsrisiko. Und wir transportieren die Sorgen und Ängste der Bevölkerung in diesen Grenzregionen immer wieder in diese Kommission hinein. Wie gesagt, wir können nicht die Betriebszeit eines AKWs beeinflussen. Wir können auch nicht die Informationspolitik eines Landes beeinflussen. Und hier ist natürlich auch Frankreich gefordert, über diesen Vorfall zu berichten. Nicht wir sind dafür gefordert. Wie gesagt, aber diese Vorfälle sind bekannt gewesen und auch über diese auch berichtet worden. Wir nutzen aber diese Kommission dazu, um eben insgesamt die Sicherheitskultur und auch zu verbessern. Das ist unser Job da und den nutzen wir eigentlich umfassend. Jetzt noch drei weitere Wortmeldungen zu Fessenheim. Hier vorne geht es weiter. Herr Hoffe, es gab ja so eine Art Notabschaltung durch das Fluten mit der Boa. Ist dem Ministerium das bekannt gewesen über die Kommission oder nicht? Eine Notabschaltung, so wie sie in den Medien dargestellt ist, kann ich Ihnen so hier nicht bestätigen. Ich kann Ihnen auch nicht bestätigen, dass das diese Bohrzugabe dafür notwendig war, dass das Kraft, also nur dass allein die Bohrzugabe dass es so war, dass man nur mit Bohr das Kraftwerk hätte abschalten können. Genau das kann ich Ihnen nicht bestätigen. Ja, trotzdem. Hat Ihnen die französische Seite das mitgeteilt, dass das eingesetzt wurde? Wir haben in den Informationen, die uns aus der Kommission vorliegen, richtig diese Bohrzugabe auch gesehen. Das ist richtig. Aber es ist nicht so, dass sie eben als alleiniges Mittel der Notabschaltung eingesetzt wurde. Also, darf ich nochmal? Ausnahmsweise. Das heißt, Sie, das Ministerium, wussten über den Vorfall in allen Einzelheiten Bescheid, aber Sie haben ihn nicht als so schwerwiegend eingeschätzt, dass man die Öffentlichkeit hätte informieren müssen? Also die Information in der Kommission, in der deutsch-französischen Kommission für diese Sicherheitsfragen von Kernreaktoren, ist so gelaufen, dass über diesen Vorfall berichtet worden ist. Es ist festgestellt worden, dass das Atomkraftwerk auf jeden Fall abgeschaltet hätten werden können, wenn eben der Ernstfall, der Notfall eingetreten wäre. Und dass Bohr nur als Vorsorgemaßnahme hinzugefügt worden ist. Das ist auch nichts ganz Ungewöhnliches beim Betrieb eines Reaktors. Also dementsprechend kann ich also die Medienberichte, die heute da sind, nicht so bestätigen und widerspreche denen dann auch. Herr Wiegold. Ja, an der Stelle möchte ich noch mal nachhaken. Die eigentliche Frage ist doch, ist die deutsche Seite zeitnah umfassend über das gesamte Ausmaß des Störfalls informiert worden? Und ist die Einstufung des Störfalls durch die französische Seite eine, die auch von deutscher Seite geteilt wird, oder hätte Deutschland sagen müssen, nein, das ist ein gravierenderer Störfall, der unter anderem Informationen, Warnungen der Öffentlichkeit gerechtfertigt hätte? Also es ist so, dass wir jetzt nach den Medienberichten der ganzen Sache nochmal auf den Grund gehen. Uns sind damals Informationen zur Verfügung gestellt worden, die wir für den Moment auch erstmal als ausreichend ansehen. Es ist so, dass die französische Seite diesen Vorfall als also nicht so hoch eingestuft hat, wie das jetzt in den Medienberichten zum Vorschein kommt. Und das ist aus unserer Sicht auch gerechtfertigt gewesen, weil der Reaktor auf jeden Fall hätte heruntergefahren werden können.
Und das war gewährleistet gewesen. Das ist uns so dokumentiert worden. Und dementsprechend ist in der Kommission der Schluss gefasst worden, dass die Situation oder eben wenn im Falle eines, in dem Fall, in dem der Reaktor heruntergefahren hätte werden müssen, dass dann das auch möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz, das möchte ich nochmal betonen, für uns ist klar, dieses Kraftwerk ist sehr alt. Es ist zu alt, dass es immer noch in Betrieb ist. Es ist ja nicht der einzige Vorfall, es ist nicht das einzige Problem, was wir mit dass wir von diesem Reaktor kennen. Und deswegen fordert die Umweltministerin die frühestmögliche Stilllegung dieses Reaktors. Dann haben Sie nochmal das. Herr Hoffe, können Sie denn bestätigen, dass sozusagen für mehrere Minuten unklar war, welche Temperatur im Reaktor herrscht und dass es auch für mehrere Minuten nicht gelungen ist, die Kernstäbe aus dem Reaktor herauszuziehen? So, und die zweite Frage, die Grünen fordern jetzt angesichts der Vorfälle auch im Zusammenhang mit Tihange und Doel ja einen europäischen Atomenergiegipfel, um diesen deutschen Forderungen vielleicht auch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Unterstützen Sie diese Forderung? Also ich kann jetzt nicht ganz genau auf diese erste technische Frage eingehen, das müsste ich Ihnen nachliefern, das kann ich Ihnen gerade nicht genau sagen. Das Zweite, die Ministerin wird sich heute noch mal zu diesem Vorfall äußern und ihr weiteres Vorgehen in dieser Sache dann auch erläutern. Zusatz, also gibt es ein Statement dann nur rein technisch gefragt, oder? Die Ministerin wird, wir werden schauen, wie wir das machen. Sie wird sich auf jeden Fall heute in den Medien äußern dazu, ja. Wollen Sie uns das dann sagen, wie Sie das machen? Ja, na klar. Weil das wäre ja hilfreich für die Kollegen. Also, und wenn Sie was nachliefern, nehmen wir es gerne und verteilen es an die Allgemeinheit. Sind wir mit Fessenheim durch? Das sieht mir so aus. Dann gibt es eine Antwort zu Stalking, bitte. Ja, also das wesentliche Ziel des Gesetzes oder der Verschärfung dieses Stalking-Gesetzes ist folgendes. Bisher ist der Paragraph so ausgestaltet, dass es ein Erfolgsdelikt ist. Das heißt, strafbar ist nur das Verhalten des Stalkings dann, wenn es zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung beim Opfer des Stalkings kommt. Das bedeutet, dass diejenigen Täter, die mit ihrem Stalking nicht erfolgreich sind und vielleicht auf ein resistentes Opfer treffen, das eben nicht seine Lebensgestaltung ändert oder ein bisschen widerstandsfähiger ist, dass die nicht bestraft werden, weil es nicht zum Erfolg kommt. Trotzdem ist die Handlung, hat die Handlung ja den gleichen Unwert und den gleichen Unrechtsgehalt, weil sie es ja schon probiert haben. Deswegen soll in Zukunft ausreichend sein, wenn eine Handlung vorgenommen wird, die geeignet ist, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen, unabhängig davon, ob es dazu dann wirklich kommt. Das ist sozusagen die wesentliche Änderung, die wir durchführen wollen. Einzelheiten sind auch dann auf der Homepage von uns übrigens nachzulesen. Der Referentenentwurf ist dort online und kann eingesehen werden. Eine Rückfrage noch dazu. Gibt es einen konkreten Anlass, warum das jetzt gemacht wird? Weil es bisher, gibt es Zahlen, dass es bisher zu wenig Verurteilungen gab, oder? Nein, der Anlass ist der Koalitionsvertrag, in dem dieses Ziel schon ausgegeben wurde und den wir jetzt mit diesem Gesetz umsetzen. Herr Jung noch zum Thema Stalking. Herr Sado, was verstehen Sie unter erfolgreichem Stalking und können Sie mal Zahlen nennen in Sachen, wie viele Fälle gibt es pro Jahr in Deutschland und wie viele Verurteilungen? Erfolgreiches Stalking in dem Sinne ist, davon ist dann zu sprechen, wenn es eben beim Opfer zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung kommt. Wenn also das Opfer durch dieses Stalking so beeinträchtigt ist, dass die Lebensgestaltung nicht mehr so möglich ist, wie es die Handlungsfreiheit eben eingeschränkt ist und sie eben nicht mehr so vorgehen können, wie sie wollen, weil sie beispielsweise sich immer einschließen müssen, weil sie nicht mehr alleine sich auf die Straße trauen und so weiter. Das ist sozusagen in dem Sinne, dann ist der Unrechtsgehalt verwirklicht dieser Straftat, indem das beim Opfer dieser Schaden eintritt. So, das ist in dem Sinne, ist dieses Erfolgsdelikt dann erfüllt. Zahlen konkrete habe ich nicht. Es ist aber so, dass es im Vergleich zu den Anzeigen recht wenige Verurteilungen gibt. Das ist ja auch gerade der Sinn, warum wir diese Veränderung hier durchführen wollen.
ich habe jetzt nur Zahlen gefunden von 2010. Können Sie vielleicht mal aktuelle nachreichen? Da wäre ich dankbar für. Das kann ich nicht garantieren, weil die, also das werde ich wahrscheinlich nicht können, weil die, weil das natürlich Zahlen sind der Gerichte, die in den Länderzuständigkeiten fallen, wo wir keine, ich kann es nochmal nachchecken, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir da bundesweite Übersichten haben über die Zahl der Verurteilungen, schon gar nicht nach bestimmten Delikten. Solche Statistiken gibt es nicht. Gut, Stalking haben wir damit durch. Dann hat Herr Tufik mir das Wort, um nach der Reise des Außenministers zu fragen oder was immer Sie möchten, bitte. Nur die Termine, sonst nichts. Frau Schäbli, zu der Reise des Ministers in den Persischen Golf. Sie haben Jemen erwähnt, wird eine der Themen sein. Sehen Sie da, dass da eine Bewegung jetzt entstanden ist in dieser Sache, weil der Krieg da ja weiter mit voller Härte weitergeht? Und auch was die Reise nach Oman betrifft, Deutschland und Oman sind ja beide, sehen sich ja beide in so einer gewissermaßen Vermittlerrolle zwischen Iran und Saudi-Arabien. Wird da auch der Streit zwischen Iran und Saudi-Arabien thematisiert werden? Also zur ersten Frage. In der Tat ist es so, dass wir als Bundesregierung sehr besorgt sind über die hohe Zahl von zivilen Opfern und immer wiederkehrende Berichte über Angriffe auf zivile Einrichtungen. Und deswegen thematisieren wir das und appellieren an alle Konfliktparteien, dass zumindest die Zivilbevölkerung geschützt wird und setzen uns, und das habe ich in dem Raum ja mehrfach gesagt, für eine internationale Untersuchungsmission ein. Das hat unser Botschafter auch gegenüber den saudischen Partnern einige Male angesprochen. Auch die humanitäre Lage ist desaströs. 80% der Bevölkerung sind ja auf humanitäre Hilfe angewiesen und auch da auch das steht im Vordergrund unserer Gespräche mit den Konfliktparteien, dass humanitäre Zugänge erleichtert werden. Das heißt, Waffenstillstand und ein uneingeschränkter Zugang für humanitäre Hilfe haben für uns oberste Priorität. Und das werden wir, wenn wir in den VAE sind und Oman sind, wird das auch zur Sprache kommen. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Konflikt nur politisch gelöst werden kann. Deshalb ist die Rückkehr zur sofortigen Waffenruhe und vor allem zum Verhandlungstisch das A und O. Zu Ihrer zweiten Frage, klar, ich meine, wenn er im Oman, sage ich immer, ist die Schweiz des Nahen Ostens ein neutraler Akteur. Es wird mit dem omanischen Außenminister natürlich auch darum gehen, wie man zu Entschärfung der auch rhetorischen Eskalationen, die es in der Vergangenheit gab zwischen Iran und Saudi-Arabien, wie es da zur Entschärfung kommen kann, wobei ich will die Erwartungen da nicht zu hoch stecken. Wir haben in unseren Gesprächen in Saudi-Arabien und Iran ja uns darum bemüht, dass zumindest die Verschärfung zwischen beiden nicht dazu beiträgt, dass wir im Syrien-Dossier nicht weiterkommen. Das ist nicht der Fall. Er hat von beiden Seiten ja Zusagen bekommen, dass sie weiterhin konstruktiv an einer Lösung des Syrien-Konflikts arbeiten. Das ist gut. Und wir sehen auch heute, wenn wir uns die Entwicklung im Syrien-Dossier anschauen, die Frage der Feuerpause, die Gespräche, an denen Iran und Saudi-Arabien teilnehmen, da sehen wir von beiden Seiten jetzt eine konstruktive Haltung. Saudi-Arabien hat sich sehr positiv eingebracht bei der Frage der Opposition. Und es ist auch Saudi-Arabien zu verdanken, dass es überhaupt gelungen ist, die Opposition an einen Tisch zu bewegen, zusammenzubringen und als eine Stimme in dem Prozess festzumachen. Aber auch Iran ist weiterhin, sitzt weiterhin am Tisch und ist da jedenfalls nicht negativ aufgefallen, was jetzt das Vorankommen im Syrien-Dossier angeht. Gut, jetzt, Sie schreiben noch, Sie haben... Ja, noch eine Nachfrage. Das dachte ich mir doch. Noch eine ganz kurze Nachfrage, betrifft auch wieder die Region. Einige arabische Staaten haben ja die Hezbollah, die libanesische Hezbollah, auf der Terrorliste gesetzt. Glauben Sie, dass damit jetzt die Gespräche zum Thema Syrien erschwert werden? Oder glauben Sie, dass das hilfreich ist? Vielleicht lassen Sie mich zwei Punkte zu Libanon insgesamt sagen, weil Libanon immer wieder ja runtergezogen wird, wenn es in der Region zu Konflikten kommt. Ein Staat, der ja durch die Flüchtlingskrise schon gebeutelt ist. Ein Drittel der Bevölkerung sind syrische Flüchtlinge. Und wir haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass die Lage sich im Libanon verschärft.
dass wir neben der politischen Krise, die das Land ja, neben der innenpolitischen Krise, die das Land ja seit inzwischen, ich weiß gar nicht wie lange, schon seit langer Zeit hat, dass jetzt, dass es nicht zu weiteren Entwicklungen kommt, die sich negativ auf die Stabilität des Landes auswirken können. Wir hoffen nicht, dass der Libanon sozusagen zweites Feld wird, wo sich, oder lassen Sie mich das anders formulieren. Wir hoffen, dass wir im Syrien-Dossier, wie bisher jetzt auch, auf Saudi-Arabien und Iran zählen können. Wir hoffen nicht, dass es zu einer dass die Lage im Libanon zu einer Eskalation zwischen beiden führt, haben aber auch dazu jetzt nicht ganz konkrete Anhaltspunkte. Dann geht es weiter noch mit Herrn Jung zu diesem Thema und dem Kollegen, dessen Namen ich leider eben nicht verstanden habe. Das können Sie mir dann noch mal verraten, bitte. Frau Schäbli, Frau Brahms, Krauss-Maffei will oder wollte 70 Panzer an den Oman verkaufen. Ist die Lieferung schon durch? Wie wir das schon häufig ausgeführt haben, über Auslieferungen kann ich Ihnen keine Angaben machen. Die Auslieferungen erfolgen über den Zoll. Also da kann ich jetzt keine näheren Angaben dazu machen. Es gab ja eine vorübergehende Ausführgenehmigung, aber das heißt ja noch nicht, dass die endgültig geliefert wurden. Also da könnte es ja immer noch einen Einspruch geben von Herrn Gabriel, dass zum Beispiel nicht an den Oman geliefert wird, weil der Oman ja direkter Nachbar von Jemen ist, wo ein Bürgerkrieg herrscht. Also wie ist da die Aussicht? Wird er das endgültig genehmigen? Und Frau Schäbli, ist Herr Steinmeier eigentlich dafür? Also vielleicht fangen Sie an. Zum konkreten Stand des Verfahrens kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, müsste ich nachreichen, es liegt mir nicht vor. Und zum Thema Rüstungsexporte haben wir mehrfach Stellung bezogen. Entscheidungen über Rüstungsexporte werden jeweils Einzelfall getroffen. Und dabei werden vor allem, was den Hintergrund des Grundsatzes einer restriktiven Rüstungsexportpolitik angeht, alle Aspekte des jeweiligen Falls berücksichtigt, gewichtet und abgewogen. Das ist die Haltung des Außenministers und das ist die Haltung der Bundesregierung. Herr Hübschen. So ist es, genau. Herr Hübschen, ne? Frau Schäbli, nur weil Sie jetzt gerade Syrien noch mal angesprochen haben, gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, wie sich die Waffenruhe ausgewirkt hat auf die Situation an der syrisch-türkischen Grenze, was die Flüchtlinge aus Aleppo angeht? Also sind dort nach wie vor so viele Flüchtlinge? Und dazu ein Zusatz. Da gab es ja das Angebot von der deutschen Bundesregierung an die Türkei beim letzten Besuch, dort das THW einzusetzen, um der Türkei zu helfen. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge bei diesem Einsatz? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ja, es ist richtig, dass wir einen möglichen THW-Einsatz in enger Absprache, das vielleicht kann das auch noch mal mein Kollege aus dem BMI ergänzen, in enger Absprache mit der türkischen Seite prüfen. Eine Delegation des THWs ist, soweit ich weiß, im Februar in die Türkei gereist und hat dort mit den Akteuren gesprochen, hat sich ein Bild von der Lage gemacht, in welchen Bereichen eine Hilfe oder Unterstützung denkbar und vorstellbar wäre. Diese Optionen werden nun vom THW und der Bundesregierung, also ganz konkret dem Auswärtigen Amt und dem BMI, geprüft. Wir stimmen uns dabei eng mit der türkischen Seite ab. Also kurzum, wir waren dort, wir klären gerade die Modalitäten der Unterstützung. Die zweite Frage, ich kann Ihnen nicht ganz konkret was über Zahlen sagen von Flüchtlingen, die sich an der syrisch-türkischen Grenze befinden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass aus unserer Erkenntnis, was zum Beispiel gestern der ruhigste Tag der Waffenruhe war, dass die Feuerpause, so wie de Mistura gesagt hat, gehalten hat, dass es eine starke Reduktion der Gewalt gegeben hat, aber dass es immer noch Verstöße gibt, zum Beispiel rund um den Raum Aleppo, Idlib, Hama, Homs und auch in Latakia gibt es immer mal wieder Verstöße. Wir haben die Hoffnung, dass sozusagen die Feuerpause genutzt wird, um im Bereich humanitäre Hilfe voranzukommen. Sie wissen, dass in dem Münchner Kommuniqué 7 belagerte Städte genannt wurden, in denen humanitäre Hilfe geleistet werden soll. Das ist auch geschehen. Wir haben aber 18 belagerte Städte, wenn ich mich recht erinnere. Und unsere Hoffnung und unsere Forderung ist, dass die Feuerpause genutzt werden kann, um bei der humanitären Hilfe voranzukommen. Weil beides ist die Grundlage natürlich auch dafür, dass wir beim politischen Prozess vorankommen, der wichtig ist. De Mistura hat einen Termin angekündigt und wir hoffen, dass das so schnell wie möglich der Einstieg in die Gespräche zwischen Regime und Opposition jetzt vorankommt. Und klar ist, je ruhiger die Lage in Syrien ist, desto mehr
Hoffnung haben die Menschen, vielleicht auch desto weniger ist, desto kleiner ist die Bereitschaft, auch das Leben und Haus und alles zu verlassen, um das Land in Richtung Europa, in Richtung Türkei zu verlassen. Also für uns verbindet sich mit der Feuerpause auch ganz klar die Hoffnung, dass die Menschen dort bleiben können. Und wenn wir die Bilder, also ich habe das zumindest in arabischen Medien gesehen, ich weiß nicht, ob das auch in den deutschen Medien vorgekommen ist, von Syrern, die wieder ihre Geschäfte öffnen, von Syrern, die wieder Hoffnung schöpfen, von Syrern, die sagen, das ist für uns jetzt eine Atempause, wir haben die Hoffnung, in diesem Land zu bleiben und das ist der richtige Schritt und wir hoffen, dass die Feuerpause auch weiter so hält, dass die Menschen eine Atempause haben. Herr Kollege, Ihre Frage ist zu diesem Thema, ja? Ja, bitte. Zu diesem Thema, ja. Heute hat die Kanzlerin mit Präsident Hollande, Putin, Cameron und Renzi gesprochen. Worum ging es da? Ging es auch über die Flugverbotszone? Es ging um Syrien, ganz allgemein gesagt, aber zu weiteren Einzelheiten kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Damit ist Ihre Wortmeldung auch erledigt, die ja. Von vorhin. Okay, gut. Herr Dimroth, Sie wollten noch ergänzen? Ja, ich kann nur kurz noch zu dem, was Frau Cebli ausgeführt hat, ergänzen, was unsere Bemühungen anbetrifft. Auch das, was bei den deutsch-türkischen Regierungskonsultationen verabredet war, jetzt mit Leben zu füllen. Tatsächlich hat es eine entsprechende Delegationsreise gegeben und das THW hat sich sehr eng abgestimmt mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde, um hier eine Zusammenarbeitsmöglichkeit zu identifizieren. Und nach eben dieser Reise ist eine Möglichkeit, die jetzt sozusagen umgesetzt werden soll, dass das THW vor Ort ein eigenes Büro eröffnet, um an der Schnittstelle zwischen den deutschen Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind, und eben den türkischen Behörden zu vermitteln bei all dem, was da an Kommunikation stattfindet. Das ist aus unserer Sicht auch ein sehr hilfreicher Beitrag, weil das THW sowohl das Vertrauen der türkischen Seite, der türkischen Partnerbehörde, als auch der deutschen NGOs hat und insofern ein wichtiger Mittler sein wird bei dem Informationsfluss, der sehr erforderlich ist für die hilfreiche, effektive, zielführende Hilfsarbeit der NGOs dann vor Ort. Darf ich noch einen Aspekt nur zu Syrien ergänzen? Das habe ich vergessen. Das ist aber vielleicht aber Sie auch noch weitere Wortmeldungen. Ne? Ja, nur ein Punkt, dass der Minister in Paris gerade ist mit den E3+1, um genau über das Thema Syrien zu besprechen, sich abzustimmen, wie man denn vorangeht, wenn die Feuerpause hält, welche Möglichkeiten es gibt, es von der Seite der Europäer auch zu unterstützen. Und noch eine weitere Frage. Genau, ich wollte nur mal kurz, ich weiß nicht, ob Sie eben in der Frage auch Großbritannien mit in Ihrer... Cameron war dabei. Cameron war dabei, dann bin ich mit der Vollständigkeit einverstanden. Wirklich. Herr Jung, noch dazu? Ja, dann können Sie uns kurz sagen, wie viele Luftangriffe, wie viel Bombardierungen die Anti-ISIS-Koalition seit dem Waffenstillstand geflogen hat? Herr Jung, die Frage haben Sie mir, glaube ich, schon vor 3 Wochen vor meinem Urlaub gestellt. Vor der Waffenruhe, ja. Nee, aber das war die gleiche Richtung, sage ich mal. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, dass wir dort die Aufklärung machen, wir keine eigene Erkenntnis haben, wie jetzt dort die Bombardierung durch die Koalition jetzt gegen die IS dort stattfinden. Herr Wiegold, das jetzt hier doch mal in die Länge ziehen. Also, jetzt erstmal Jung, Nachfrage, dann... Wie Gold nimmt Martin Mach nach? Ganz kurze Bitte nur, da ja ein inzwischen kompletter Einsatzmonat der deutschen Tornados im Anti-ISIS-Kampf vorüber ist, vielleicht könnten Sie für Beginn der kommenden Woche eine Statistik nachliefern, wie viele Aufklärungsflüge deutscher Tornados es gab, unter besonderer Berücksichtigung, wie oft sie nachts geflogen sind. Das wäre eine Bitte auch für die Kollegen, glaube ich. Nicht. Klar, machen wir gerne. Dazu vielleicht auch ein Hinweis, können Sie auch tagesaktuell immer beim Presseinformationszentrum vom Einsatzführungskommando abgreifen, also ist überhaupt gar kein Thema. Können wir Ihnen aber auch gerne noch mal nächste Woche geben. Sind wir jetzt mit diesem Thema durch, dann habe ich nämlich Herrn Meyer-Fünfinger mit einem anderen Thema noch hier stehen. Genau, Fragen zum Themenbereich Elektromobilität. Frau Wirz oder Frau Moosmeier, je nachdem, wer das beantworten kann. Es gibt ja neue Zahlen, was den Anteil von Elektrofahrzeugen oder alternativen Antrieben bei Ministerien, bei den Bundesressorts angeht, wonach ja die Mehrheit der Ressorts die Zielsetzung der Bundesregierung verfehlt erneut. Können Sie erklären, woran das liegt? Und die zweite Frage wäre, inwiefern glaubt die Bundesregierung, dass sie die Vorbildfunktion, die sie ja nach eigenen Angaben hat, bei dem Thema so erfüllen kann?
Also wenn wir schon dabei sind, ja, noch eine Frage, die ja vielleicht auch das WMF betrifft, wie eigentlich der Stand der Dinge ist bei der Kaufprämie. Also mir liegen jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen darüber vor, wie die bei den unterschiedlichen Ministerien Elektroautos eingesetzt werden. Ich kann sagen, fürs Bundespresseamt, wir fahren Elektroautos. Aber ich möchte da gerne an Frau Moosmeier weitergeben, ob Sie vielleicht da eine Statistik haben, was die Ministerien anbelangt. Also ich habe keine Statistik über alle anderen Ministerien, aber ich habe die Zahlen zu uns. Wir sind relativ vorbildlich und wir sehen es auch als wichtig an, dass die Bundesregierung da als Vorbild vorangeht. Unsere Quote bei Elektroautos in unserer Flotte ist momentan bei 30% und das Ziel ist, mit der neuen Bestellung auf 50% zu kommen. Der Minister fährt ja auch selber ein E-Auto hier in den für die kürzeren Strecken zumindest. Das Ziel dahinter ist, ist ja auch klar, dass man einen Zweitmarkt schafft, der es eben auch monetär interessant macht für die Leute, ein Elektroauto sich anzuschaffen. Nochmal eine Zusatzfrage. Es gibt eine Antwort der Bundesregierung, wonach 6 von, glaube ich, 17 Ressorts diese 10%-Quote nicht erfüllen. Deswegen. Also ja, mir fällt es jetzt schwer, mir liegt keine solche Statistik vor. Ich wüsste nicht, wenn das nicht im BMVI vorliegt, dann müssten alle Häuser wahrscheinlich einzeln darauf antworten. Mir liegt keine solche Statistik vor. Von welchem Haus ist denn diese kleine Anfrage beantwortet worden? Ich meine, sie ist gebündelt worden und dann vom Verkehrsministerium gekommen. Also ich habe gerade geflüstert hier, uns liegt die nicht vor, aber ich kann sie gerne versuchen zu beschaffen. Ja. Okay, Stand der Dinge, Kaufprämie, gibt es einen neuen Stand oder befindet man sich immer noch in Gesprächen? Die Beratungen gehen weiter fort. Okay. Elektromobilität erledigt für heute. Dann hat Herr Jung noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ja, an Herrn Zado und Frau Brahms zu TTIP und den Schiedsgerichten. Der Deutsche Richterbund hält die umstrittenen Sonderklagerechte für Unternehmen in CETA und in TTIP für rechtswidrig. Und das ist ja die größte Standesorganisation von Richtern und Staatsanwälten hier im Land. Und die sind davon überzeugt, dass das gegen die Regelungen des Lissabon-Vertrags verstößt und damit rechtswidrig ist. Und der Lissabon-Vertrag ist dann so eine Art europäisches Grundgesetz. Hatte das BMWI die Rechtslage bisher nicht im Blick und Herr Zado, hat das Justizministerium da bisher eine eigene Rechtseinschätzung schon in Sachen Schiedsgerichte und Vereinbarungen mit Lissabon-Vertrag und so weiter? Ja, ich kann gerne anfangen. Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal einzuordnen. Wir gehen davon aus, dass nach unserer Rechtsauffassung die vorgeschlagenen Investitionsgerichte, so wie sie jetzt in TTIP verhandelt werden und bei CETA Eingang gefunden haben, mit EU-Recht vollständig vereinbar sind. Denn es gab dazu vom EuGH Gutachten. Der EuGH hat sich in zwei Gutachten damit beschäftigt. In einem Gutachten 191 zum sogenannten europäischen Wirtschaftsraum kommt er zu dem Ergebnis, dass die EU grundsätzlich sich an internationalen Gerichten beteiligen kann. Und er konkretisiert es dann in einem weiteren Gutachten, dem sogenannten Gutachten 109 zum Europäischen Patentgericht und legt dort Bedingungen fest, unter denen das möglich ist. Aber eine Rechtsauffassung, die Sie vorgetragen haben, die teilen wir nicht. Nach unserer Einschätzung ist das mit EU-Recht und dem Lissabon-Vertrag vereinbar. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gut, weitere Fragen zu TTIP? Dann habe ich noch die ganzen, sieht nicht so aus, dann habe ich noch die Termine, damit Herr Fugner mich nicht sozusagen noch mal ermahnen kann. Ich habe noch den Besuch vom, ich habe es als sehr freundliche Ermahnung verstanden, den Besuch vom Ban Ki-moon, nur dass hier nichts durchgeht, dann die Ehrung der Handballmannschaft, die Besuche bei den Unternehmen in Baden-Württemberg, der Kanzlerin und die Reise des Außenministers hatten wir ja. Genau. So. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.